Salve carissimi amici, spero vi trovate tutti bene. Voglio presentarvi al mio confratello Malte. Hallo liebe Freunde, ich sitze hier zusammen mit unserem Provinzial Pater Nesto. Come voi sapete, qui ci troviamo a Montefiascone, un periodo normale di formazione di apostolato. Wir sind hier zurzeit in unserem Ausbildungshaus vom Orden her, wo wir unseren normalen Studienablauf haben. Con Malte anche siamo compagni di avventure, grandi scalatori questo amico Malte. Wir haben auch zusammen schon verschiedene andere Sachen gemacht, Abenteuer erlebt, sind zusammen klettern gegangen. Ma io volevo rivolgervi questo video innanzitutto facendovi i complimenti. In diesem Video wollte ich mich besonders an euch alle wenden. Ich wollte euch meine Glückwünsche ausdrücken. Abbiamo potuto partecipare lo state scorso del Prayer Festival a Marienfeld. Letztes Jahr durften wir am Prayer Festival Marienfried teilnehmen. E ho potuto conoscere tanti di voi, ad esempio alcuni amici austriaci. Dort habe ich viele von euch kennenlernen dürfen, einige Freunde aus Österreich zum Beispiel. Come Markus, Klaus. Markus und Klaus. Altri ragazzi tedeschi, Manuel, Nathanael, Simon. Andere aus Deutschland, Manuel, Nathanael und Simon. E tantissimi altri giovani. Und sehr viele andere Jugendliche. Siamo rimasti molto ben impressionati dal conoscere ragazzi tedeschi che vogliono seguire Gesù Cristo seriamente. Wir sind sehr beeindruckt davon, Jungen kennenzulernen, junge Leute, die Christus mit ihrem ganzen Leben folgen wollen. Cari amici, volevamo quindi insieme a Malte raccontarvi una storia. Und daher wollten wir euch kurz in dieser Nachricht eine kleine Geschichte erzählen. Che possa quindi aiutarvi e soprattutto a motivarvi ancora a seguire Gesù Cristo. Die euch vielleicht helfen kann oder euch auch noch mehr motiviert, Christus nachzufolgen in eurem Leben. Marcel Callo kam im Jahre 1921 in einer französischen Arbeiterfamilie zur Welt. Als er nach der Schule Druckerlehrling wurde und mit der christlichen Arbeiterjugend in Frankreich in Berührung kam, fiel er am Arbeitsplatz bald als entschiedener Christ auf. Nicht lange und er übernahm die Leitung einer Gruppe der Arbeiterjugend. Er betätigte sich als Streetworker, indem er herumlungernde junge Leute von der Straße holte, mit ihnen Theater spielte und Sport machte. Mit eiserner Selbstdisziplin bildete er sich beruflich weiter, setzte sich bewusst mit seinem etwas schroffen Temperament auseinander und suchte seinem Leben eine Tiefendimension zu geben, indem er einen exakten Tagesablauf mit Bibellektüre und abendlicher Gewissenserforschung einhielt. Täglich betete er mit diesen Worten: Jesus Christus, ich will in der christlichen Arbeiterjugend immer mehr ein Leiter, ein Vorkämpfer werden, der stolz, rein und fröhlich ist. Mit einem Herzen, das überströmt von Liebe zu meinen Brüdern, will ich die jungen Arbeiter gewinnen. In dir, Jesus, will ich leben, mit dir will ich arbeiten, durch dich will ich beten, für dich will ich alle meine Kräfte und meine ganze Zeit einsetzen, in allen Situationen meines Lebens. Eines Tages wird Marcel, wie viele junge Franzosen, zur Zwangsarbeit nach Deutschland rekrutiert. Er hätte untertauchen können im noch unbesetzten Teil Frankreichs. Aber er fühlt sich verpflichtet, das Los der Zwangsarbeiter zu teilen, um den anderen zu helfen, durchzuhalten. Ja, ich gehe nach Deutschland, sagt er. Aber ich gehe nicht als Arbeiter dorthin, ich fahre als Missionar. Man steckt ihn ausgerechnet in eine Waffenfabrik in Thüringen. Marcel montiert Pistolen zusammen, verbrennt sich die Hände an der Maschine und stürzt in tiefe Depressionen. Nichts mehr vom Missionar mit seinen Idealen und Visionen. Für nichts mehr hatte ich Sinn, schreibt er verbittert nach Hause. Ich war unempfindlich, ich fühlte, wie ich allmählich dahinsiechte. Die Erinnerung an euch verließ mich nicht mehr. Plötzlich, nur so kann er es sich erklären, half mir Christus, mich aufzuraffen. Er gab mir zu verstehen, dass das, was ich da machte, nicht richtig sei. Er regte mich an, mich mit meinen Kameraden zu beschäftigen. Da kam mir die Lebensfreude zurück. Er schreibt:
Glücklicherweise gibt es einen Freund, der mich nicht einen einzigen Augenblick verlässt, der versteht, mich in notvollen und niederdrückenden Stunden aufrechtzuerhalten. Mit ihm erträgt man alles. Wie dankbar bin ich Christus, dass er mir den Weg, auf dem ich mich gegenwärtig befinde, durch sein Beispiel vorgezeichnet hat. Marcel gründet wieder einmal Sport- und Theatergruppen, bereitet Gottesdienste vor, schlüpft in die Rollen des Schauspielers, Chorleiters, Gelegenheitspredigers, Trainers und Krankenpflegers. Er war uns ein starker Halt in dieser Hölle, sollte später einer bezeugen, der die Lager überlebte. Den Nazis jedoch sind diese geheimen Christenzirkel nicht nur in Thüringen ein Dorn im Auge. Es soll 70 Bezirke mit einer gut funktionierenden illegalen Arbeiterjugend gegeben haben. Die Gestapo verfolgt die emsige Bewegung mit blindem Hass. Zahlreiche enttarnte Aktivisten wandern in die KZs. Auch Marcel wird verhaftet mit der Begründung, er sei zu katholisch. Am 19. April 1944 wird Marcel verhaftet, weil er antinazistische Propaganda gemacht hat, weil seine französischen und christlichen Ideen und Praktiken das deutsche Volk schädigten. 5 Monate Kerker in Gotha muss er erleiden. Im Oktober 1944 wird Kallo in einem Viehwaggon in das bayerische Konzentrationslager Flossenbürg transportiert, wo die Häftlinge bei 25 Grad Kälte ohne Strümpfe und Handschuhe im Steinbruch arbeiten müssen. Das KZ Mauthausen, die letzte Station seines Lebens, muss allerdings noch schlimmer gewesen sein. Es gibt auf Erden keine Tiere, die so misshandelt werden wie wir, zieht Kallo nach einiger Zeit Bilanz. Die Wärter des KZs machten sich einen Spaß daraus, die Häftlinge bei Minustemperaturen im Freien stramm stehen zu lassen und alle 3 Stunden mit kaltem Wasser zu übergießen. Das war der Alltag im österreichischen Konzentrationslager Mauthausen. Das KZ war eigentlich ein riesiger Granitsteinbruch und die unterernährten Gefangenen mussten 20 Kilo schwere Steinbrocken schleppen. Von rund 250.000 Häftlingen überlebten nur 25.000. Auch in dieser Zeit verbreitete der dem Tod nahe Marcel Kallo immer noch eine Atmosphäre der Ruhe und Hoffnung um sich. Er spricht seinen verzweifelten Mithäftlingen Mut zu. Mit 23 Jahren starb Marcel Kallo völlig entkräftet im Konzentrationslager Mauthausen. Oberst Thibautot, der Marcel Kallo in den letzten Stunden seines Lebens kennenlernte, gab Folgendes zu Protokoll: Wenn ich, ein alter Ketzer, der Tausende von Gefangenen sterben sah, von diesem Blick Marcel Kallos so beeindruckt war, dann deshalb, weil etwas Außergewöhnliches in ihm lag. Für mich war es eine Offenbarung. Sein Blick verriet die tiefe Überzeugung, dass er auf das Glück zuging. Marcel Kallo fece un'esperienza del tutto particolare in questo campo di concentramento. In diesem Konzentrationslager hatte Marcel Kallo eine einzigartige Erfahrung, kann man sagen. La sua vita fu una vita donata in quei momenti. Sein Leben war in dieser Zeit ein hingegebenes Leben. Le sue mani furono sostegno per i deboli. Seine Hände hat er gegeben als Hilfe für die schwach waren. Diede conforto coloro che piangevano. Er hat die getröstet, die traurig waren, weinten. E soprattutto il suo cuore diede l'amore di Cristo a quelle persone senza speranza. Vor allem hat sein Herz die Liebe Christi denjenigen vermittelt, die in diesen Augenblicken ohne Hoffnung waren. Lui, già maturo spiritualmente, visse questo geniale paradosso della vita. Der selige Marcel Kallo war geistlich schon reif gewesen und so konnte er dieses große Paradox des geistlichen Lebens leben. Si
rese conto ancora una volta che donando la vita è come si riempie. So hat er gemerkt, dass wenn wir unser Leben geben, dadurch werden wir selber erfüllt. Questo è l'invito che io vi faccio. Das ist die Einladung, die ich an euch alle richten will. Questa è l'essenza di un volontariato, anche se sia part-time. Das ist das, was ein Volontariat ausmacht, auch wenn es nur für eine bestimmte Zeit ist. Se voi volete che la vita sia piena, dovete donarla. Wenn ihr wollt, dass euer Leben erfüllt sei, dann müsst ihr euer Leben hingeben. Se avete quindi qualche mese in questo state, approfittate a realizzare un volontariato. Von daher, wenn diesen Sommer zum Beispiel einige Monate frei habt, dann nutzt diese Zeit, um zum Beispiel ein Volontariat zu machen. Donatevi agli altri. Gebt euch den anderen. E potrete sperimentare che la vita si riempirà di senso e di carità. So werdet ihr dann erfahren, wie euer Leben sich erfüllt mit Sinn und mit Liebe. Dio vi benedica. Gott segne euch.